Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wieder zwei gemeinsame Bücherwochen in diesem Video. Ja, das hatte ja so ein bisschen den Grund, dass ich ja den neuen Stephen King begonnen hatte und schon dachte, ja, von der Dicke her wird das wohl ein Buch, was sich so ein bisschen über zwei Wochen hinwegzieht, außer man würde es wirklich so wegsuchten. Aber ich wollte das natürlich so ein bisschen gemütlich angehen und dann dachte ich, ja, was du dann eben so nebenbei eventuell irgendwie noch liest, das packst du dann einfach so ein bisschen in diese beiden Bücherwochen. Ja, auch nächste Woche wird es keine Bücherwoche geben, sondern die Neuzugänge, wenn ich mich nicht täusche. Da ich jetzt in der Woche, ja, 3 Tage weg bin und nicht so viel Zeit zum Lesen haben, werde so ein bisschen hören. Könnte klappen, aber nicht so viel lesen. Und dann habe ich die Woche drauf auch Urlaub. Und da muss man ja auch mal ein bisschen gucken, wie man so zum Lesen kommt. Zumindest geht es mir so. Und dementsprechend, ja, gibt es nächste Woche dann die Neuzugänge. Und dann geht es mit der Bücherwoche normal weiter. Ja, diese beiden Bücherwochen waren doch recht erfolgreich mit insgesamt 5 Büchern. Das finde ich tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich habe auch neben House of the Dragon und Ringe der Macht eine Serie angeschaut und die auch in diesen 2 Wochen beendet. Weil sie, glaube ich, auch nur 6 Folgen hatte oder 7, also nicht sehr lange war. Aber gut, ihr findet die Infos zu den Büchern, die Zeitstempel und so weiter, alles unten in der Infobox, wie gewohnt. Auch mein Instagram und Lovely Books ist da verlinkt, wenn ihr da irgendwie mal ein bisschen euch umschauen wollt, sehr, sehr gerne. Und ja, wir machen jetzt einfach den Schnelldurchlauf mit dem ersten Buch, Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Ja, auch ich bin jetzt sozusagen dem Hype verfallen, habe es gelesen und werde euch dann im Videoschnipsel davon berichten. Dann ging es weiter mit dem neuen Buch von David Michie, Der Magier von Lhasa. Ja, es wurde mal wieder Zeit für ein bisschen Tibet und auch, ja, wenn ich sonst nicht so immer der große Thriller-Leser bin, hier bei diesem, ja, eher Spannungsroman, da habe ich mich sehr gefreut, dass der übersetzt wurde und ja, mir dann auch zur Verfügung gestellt wurde. Dann Fairy Tale von Stephen King. Habe ich eigentlich gehört, von David Nathan vertont, aber ich habe auch dieses wunderbare Buch vom Heine Verlag wirklich dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen und dementsprechend möchte ich das natürlich in die Kamera halten. Und ja, neben den ja doch recht dicken Büchern, so gefühlt, wenn man sich das gerade so anschaut, habe ich auch noch 2 kürzere Bücher gelesen, die so ein bisschen zusammengehören. Und zwar City of Ghosts von Victoria Schwab, Teil 1 und 2. Habe ich beide verschlungen, wirklich gefühlt, jedes Buch an 2 Abenden. Und ja, da werde ich euch am Ende des Videos was darüber berichten. Und ja, ich denke, wir starten jetzt mit der Vergangenheit, Steffi, und sehen uns dann sozusagen zu City of Ghosts wieder. Ein recht gehyptes Buch wurde von mir nun auch gelesen, und zwar Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Ich glaube, vor knapp 2 Jahren hat mir das Buch die liebe Cassie Merkel bei Buchhändler empfehlen, schon vorgestellt und ans Herz gelegt. Ich packe ihr Video, wenn ich dran denke, oder unser Video, wo sie mir 4, 5 Bücher empfohlen hat, unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Nun stand ja die, oder steht ja die Verfilmung vor der Tür, beziehungsweise mittlerweile ist sie auch angelaufen. Und ich habe dann gedacht, ja, jetzt wird es wohl Zeit, dass du zu diesem Buch greifst. Und ich habe es dann als Mängelexemplar bei unserer Thalia entdeckt und dann eben dementsprechend auch mitgenommen. Und ja, der Film hat tatsächlich auch recht gute Meinungen bekommen. Ich war ja ein bisschen kritisch, was Buchverfilmungen angeht. Und ich dachte, es wird jetzt einfach Zeit. Und so habe ich neben Stephen King dann eben auch Der Gesang der Flusskrebse gelesen. Ja, wir lernen in der Geschichte Kia kennen, welche in der Kleinstadt vor der Küste North Carolinas lebt, und zwar in den Marschlanden. Ja, ich glaube sowas. Ja, sie wächst in den 1950ern in einer sehr zerrissenen Familie auf. Ihre Mutter verlässt sie einfach ohne ein Abschiedswort. Ein wenig später verschwindet dann oder geht dann auch noch ihr Bruder von der Familie und sie bleibt alleine mit ihrem gewalttätigen Vater zurück, der ja die Kriegstätigkeiten nicht so richtig verkraftet hat und auch mit seinen Kriegsverletzungen zu tun hat. Da kommt eine Nase in die Kamera. Und ja, seine Gewalt und ja, sein nicht im Griff haben sozusagen sehr an seiner jungen Tochter auslässt. Doch dann geht ihr Vater mal ein paar Tage weg und er lässt sie komplett alleine in der Wildnis. Und ja, sie bleibt da in dieser verlassenen Umgebung und ja, wir lernen sie da so ein bisschen besser kennen. Sie ist eben nicht wie andere Kinder, sie bricht auch die Schule nach wenigen Tagen wieder ab, weil sie einfach merkt, dass sie sich nicht anpassen kann, nicht anpassen will und weil so wie sie eigentlich ist, ja, auch für sie soweit alles in Ordnung ist. Ja, von anderen wird sie eben auch gerne das Marschmädchen genannt und muss auch mit vielen Vorurteilen leben.
Und sie trifft dann ja eben auch auf den ein oder anderen Jugendfreund, den wir kennenlernen. Also wir erleben auch so ein bisschen ihr Leben bis auch relativ ja, ins hohe Erwachsenenalter. Und ja, eines Tages, Kia ist noch gar nicht so alt, ja, vielleicht irgendwas so unter 20, bin mir gerade nicht mehr sicher, wird ein toter Mann gefunden. Und ja, Kia wird hier ja, im Grunde angeklagt des Mordes und sie wird verdächtig und ja, wird auch mit all ihren Vorurteilen konfrontiert. Und ja, erzählt uns da dann eben auch so ein bisschen diese Ermittlungsgeschichte. Es war für mich ein bisschen schwierig, nachdem, dass das Buch wirklich so gehypt wurde und man ja wirklich vor 3, 4 Jahren, als dieses Buch rauskam, nicht drum herum kam, etwas über dieses Buch zu hören. Mich hat es damals gar nicht so angesprochen. Allerdings muss ich sagen, fand ich dann eben, wie immer über die Natur gesprochen wurde, das fand ich immer sehr interessant und faszinierend, sodass das immer wieder in meinem Hinterkopf war und auf meiner Wunschliste stand. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist ein toller Roman, der wirklich viele Genres vereint, also von einer Landschaftsgeschichte, einer Lebensgeschichte, Liebesgeschichte zu einer Krimi-Geschichte. Alles ist so ein bisschen mit drin. Hier wahrscheinlich nochmal Hundenase. Und man merkt eben einfach durch diesen Genre-Mix, dass wir hier auch wohl unterschiedliche Sprachstile haben, was ich richtig toll fand. Und ich mochte, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Pluspunkt durch diese Geschichte, die detaillierten Landschaftsbeschreibungen. Und das hat mich wirklich begeistert. Ich kann schon mal sagen, den kompletten Hype kann ich nicht verstehen. Für mich ist es auch nicht das Wahnsinns-Highlight überhaupt. Aber es war eine tolle Geschichte, die ich wirklich immer gerne gelesen habe, zu der ich immer gerne gegriffen habe. Ich mochte die Langsamkeit der Geschichte. Ich fand es richtig toll, wie wir erst so reingezogen werden, es ein Stückchen dauert und man da einfach dann merkt, wie trotzdem diese Sogwirkung sich entwickelt hat. Und ich liebe einfach die Details zu dieser Landschaft. Das muss man wirklich sagen. Das hat Delia Owens großartig gemacht. Ich habe dann auch mal danach im Internet gesucht, dass man sich bildhaft was vorstellen kann. Und ich glaube, Cassie Merkel hat damals so ein bisschen gesagt, so in Richtung der Everglades, die man dann eben ja eher im Südwesten, in Florida der USA kennt. Und so ein bisschen in diese Richtung muss man sich das auch vorstellen. Und das fand ich richtig toll. Zudem beschreibt sie auch Menschen, Beziehungen, Tiere und auch Gefühle. Richtig toll. Und das hat mir echt großen Spaß gemacht. Es ist sprachlich sehr flüssig. Es ist eine sehr schöne Wortwahl gewesen. Worden. Das hat mir auch besonders gut gefallen und es sind so ganz zarte Beschreibungen und ich fand das richtig schön. Also es war so ein bisschen melodisch irgendwie und es hat gut dazu gepasst, wie sich in meinem Kopf eben ein Film abläuft, dass der im Grunde zu Gange geht und das hat Delia Owens auf jeden Fall geschafft. Man erfährt gefühlt nie zu viel. Die Autorin hält dezent auch Dinge zurück, wo wir dann später merken, ach stimmt, das hat sie uns damals eigentlich gar nicht erzählt. Und so ergeben sich tatsächlich logische Geheimnisse, die uns eben verborgen geblieben sind. Das fand ich auch richtig clever und richtig gut gemacht. Ich muss aber sagen, mir waren es an mancher Stelle einfach zu viele Schmerzen, jetzt nicht körperlich unbedingt, die Kia so aushalten musste. Also ich fand es schon ein bisschen bezeichnend für die Menschen und das wird am Ende genauso sein, ne? Also Menschen sind grausam und ich fand es irgendwie ein bisschen schade, wie mit ihr umgegangen wird, wie auch die Familie und wie dann auch die Welt sie gesehen hat. Das fand ich schon so ein bisschen bedrückend und das war mir manchmal einfach so ein bisschen zu viel, weil mich das auch selbst so ein bisschen emotional dann mitgenommen hat. Die Liebesgeschichten, ja, die waren mir an mancher Stelle vielleicht zu kitschig. Und damit meine ich gar nicht, dass mich die Naivität von Kia gestört hat, denn die war tatsächlich ja logisch begründet und nachvollziehbar. Aber es war schon an mancher Stelle sehr viel drüber in der Liebesgeschichte. Und das hat irgendwie, also es hat beschreibungstechnisch schon irgendwie gepasst, aber mir war es persönlich einfach manchmal ein bisschen zu viel. Ich fand auch toll, dass einen das Buch einlädt, ja zu reflektieren. Denn man merkt ganz schnell, dass hier Ursache oft Wirkung und Wirkung oft zum weiteren Handeln gebracht hat und man fragt sich natürlich selbst, wie würde man handeln, wie würde man mit solchen Situationen umgehen und sind manche Dinge nicht nur so, weil man angenommen hat, dass sie so sind. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das mit Ursache und Wirkung so ein bisschen meine, weil manchmal reagiert man ja auf etwas und wäre etwas anders gewesen, würde man anders reagieren, was dann wieder andere Reaktionen hätte. Ich hoffe, ja, das fand ich auf jeden Fall richtig gut, auch wie mit der Andersartigkeit umgegangen wurde, denn die ist tatsächlich in unserer Gesellschaft einfach nicht einfach und das zeigt uns Kia bzw. Delia Owens durch ihre Kia wirklich sehr gut. Die Entwicklung von Kia war nicht immer ganz nachvollziehbar, besonders wenn es Richtung Ende geht, wo ich dachte, naja,
wie kam sie denn jetzt dahin? Aber es war schön ausgearbeitet und das tatsächlich überwiegt so ein bisschen. Also am Ende, wenn ich jetzt Sterne geben würde, wäre das Buch wahrscheinlich eher so dreisternig. Also gutes Mittelfeld, aber ich fand eben diese Beschreibungen sowohl zu den Menschen, zu der Landschaft, zu Gefühlen, zu was passiert ist, fand ich so toll, so zart, so besonders, dass es tatsächlich bei mir in der Wertung eher in ein Vier-Sterne-Buch auf jeden Fall geht. Wie gesagt, Hype und Highlight kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich kann schon verstehen, dass das Leute in den Bann gezogen hat, weil die Sogwirkung hat dieses Buch. Also wenn man da mal anfängt und ist dann drin, dann sind gefühlt 100 Seiten wirklich nicht viel. Ich glaube, das Buch hat nur ein bisschen was über 450. Also das hat sich auch wirklich nicht irgendwie langsam weglesen lassen, sondern es war wirklich ein angenehmes Tempo und mir hat auch wirklich die Wortwahl sehr gut gefallen. Also ein tolles Buch mit dem ein oder anderen, wo ich nicht ganz vielleicht so mich begeistert haben lassen, aber ich kann den Hype schon verstehen, auch wenn er bei mir nicht angekommen ist und ich glaube auch, dass ich mir die Verfilmung mal ansehe. Allerdings wohl nicht im Kino, ich weiß gar nicht, ob er noch im Kino läuft, sondern ich werde wahrscheinlich warten, wenn man ihn irgendwo mal streamen kann, dann werde ich da mal einen Blick reinwerfen. Aber ja, ich habe definitiv Lust, den Film zu sehen und weiß gar nicht, ob schon irgendwas Neues von Delia Owens da ist, weil schreiben kann die Frau und das hat sie wirklich in diesem Buch ganz wunderbar gemacht und ja, hat mir sehr gut gefallen und ich danke Kerstin Merkel, solltest du das Video jetzt irgendwie sehen, danke auf jeden Fall für den Tipp und ja, zu meiner Schande, ja, lag er dann doch noch fast 2 Jahre auf der Wunschliste und wenn ich ins Regal gucke, liegen da ja auch noch 2 Tipps, also wenn die auch so gut sind, dann ärgere ich mich ja fast, warum die so lange auf dem Sub liegen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja, Der Gesang der Flusskrebse, tolles Buch, hat mich gut unterhalten und bin wirklich happy, dass ich dazu gegriffen habe. Seit März gibt es ein neues Buch von David Mitchie, der mich ja besonders begeistert hat mit Der Katze des Dalai Lama und auch irgendein Buch über Corgis, Hunde, habe ich auf jeden Fall auch schon von ihm gelesen im Englischen, das war nämlich noch nicht übersetzt. Und es hat mich ganz überrascht, als ich vom Aquamarine Verlag angeschrieben wurde, ja, ob ich nicht das neue Buch von David Mitchie gerne lesen möchte, da sie eben bei mir gesehen haben, dass ich die anderen Bücher von ihm gelesen habe. Ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen, dass David Mitchie ein neues Buch herausgebracht hat und war dann noch überraschter, dass es ja nichts irgendwie ja spirituelles, romanisches auf sich hat, sondern wir hier tatsächlich mit Der Magier von Lhasa ja einen Thriller präsentiert bekommen. Das hat mich echt überrascht. Ich habe mir dann den Klappentext durchgelesen und war super happy, als ich dann vom Verlag auch das Buch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich glaube, irgendwann im Juni, Juli ist es bei mir eingezogen und es hat doch ein wunderbar herbstliches Cover und dementsprechend dachte ich, es wird jetzt wahrscheinlich auch mal Zeit, dass ich dazu greife. Und die Geschichte ist ja an unterschiedlichen Orten unterwegs. Wir erleben zum einen das Leben des Mönchen Tenzin, der in den 1950er Jahren eben ja in Tibet ist und dort unter der Besetzung der Roten Armee leidet, also von China, die ja Tibet befreit haben, so in Anführungszeichen. Für mich war das nämlich tatsächlich auch keine Befreiung, sondern eine Besetzung, was ja bis heute auch noch anhält. Und zum anderen haben wir die Perspektive von des Wissenschaftlers Matt, der in Kalifornien unterwegs ist in den 2000er Jahren, ich glaube 2007, spielt dann die andere Perspektive und ja, er hat so ein bisschen Beziehungsprobleme, irgendwie ein neuer Job und dann tun sich doch so einige Möglichkeiten für ihn auf und wir haben hier sehr unterschiedliche Charaktere, denn natürlich haben wir hier den Mönchen Tenzin, der eben bescheiden ist, zurückgezogen lebt und für seinen Glauben lebt und ja, dann haben wir den Wissenschaftler mitten in den USA, ja, auch ein bisschen London ist mit dabei und der ist natürlich schnelllebig und modern und ja, der hat natürlich, der genießt einfach das Leben beziehungsweise beschäftigt sich eben dann auch mit seinen Beziehungsproblemen. Also wir haben zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die aber ihre Geschichten sehr fesselnd erzählen können. Also ich war tatsächlich so ein bisschen skeptisch und dachte, Tibet-Thriller, was darf man sich darunter denn vorstellen? Man merkt, dass David Mitchie ein sehr spiritueller Mensch ist, dass er dem Buddhismus ja zugewandt ist und das spürt man auch in dieser Geschichte. Also wir haben hier einige ja, Zitate von Buddha, wir haben hier einige spirituelle Gedankengänge, Wege,
Situationen, Zitate und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Zudem ist das Thriller jetzt nicht klassisch oder ja, wie sich manche so blutrünstig, serienkillermäßig was vorstellen, sondern wir haben hier wirklich so diesen Thrill eher in dem fesselnden Erzählstil, was hier so ein bisschen Spannendes passiert und wir so mitgenommen werden, eingesogen werden. Und es ist wirklich durchgängig spannend. Es hat tolle Facetten dieser beiden unterschiedlichen Leben, dieser unterschiedlichen Zeiten und dann eben auch der unterschiedlichen Orte und das fand ich richtig gelungen. Die Charaktere sind tiefgründig ausgearbeitet. Ich finde die richtig gut gezeichnet, wie sie handeln, wie sie denken, wie Dinge in den Leben eben passieren, was das für eine Auswirkung hat. Ich fand das richtig toll dargestellt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die verschiedenen Schauplätze, egal ob Tibet, London oder Kalifornien in den USA, ich fand das bildhaft dargestellt. Man konnte sich das vorstellen, man konnte sich reinfühlen, man konnte sich eben auch einfach hindenken und spürt auch einfach durch David Mitchies Stil die Unterschiede dieser Orte. Und das fand ich richtig, ja, toll. Zudem gibt es einen sehr einfachen Zugang zu spirituellen Themen. Das fand ich, hat David Mitchie hier schon in der Katze des Dalai Lama richtig gut gemacht und auch hier hat es mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Wir haben sehr viele Zitate vom Buddha, sehr viele Gedanken, sehr viele Impulse, die uns im Grunde auch der Buddhismus gibt und ganz schön fand ich dann auch so ein bisschen gegen Ende und es ist kein Spoiler, wo es dann eben auch einfach darum geht, dass man das Glück eben nicht im Außen findet, sondern immer im Innern und das ist was, was ich schon ja die letzten Jahre immer mehr gemerkt habe und davon auch wirklich überzeugt bin und das fand ich so schön, das hat die Geschichte auch so ein bisschen abgerundet und auch diese beiden Charaktere so wunderbar zusammengebracht. Wir haben eben ja in den 1950er Jahren die Besetzung durch China und haben natürlich hier sehr spannend dargestellt die Flucht des Mönches und gleichzeitig haben wir so ein bisschen diese banalen Beziehungsprobleme in den anfänglichen 2000ern bei Matt, wo man sich erstmal fragt, wie kommt das irgendwie zusammen? Es findet ein richtig tolles Ende. Es gab so die ein oder andere, ja, Länge möchte ich gar nicht sagen, es war schon durchgängig ein Spannungsbogen spürbar. Ich glaube, ich persönlich hätte an 2, 3 Stellen mir ein bisschen eine Abkürzung gewünscht oder so. Ja, wir sind manchmal so ein bisschen auf eine längere Fährte geschickt worden, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Und ich glaube, ich habe von David Mitchie einfach ja durch die Katze des Dalai Lama vielleicht doch ein bisschen mehr Spiritualität erwartet. Wir haben das hier schon gut drin, aber irgendwie, wenn es hier um den Magier von Lhasa geht, ich weiß nicht. Ich fand es sehr gut. Es ist wirklich eine Empfehlung von mir. Jeder, der irgendwie mal eine andere Art Thriller lesen möchte, der eben auch mit diesen Zeitsprüngen da gerne einfach mal eintauchen möchte, weil es ist natürlich auch wie so eine kleine Zeitreise. Das hat mir sehr gut gefallen. Ist von mir eine Empfehlung. Nicht unbedingt das Highlight, was ich vielleicht von David Mitchie erwartet hätte, aber ich möchte gar nicht so hochstapeln. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Extremleser, was Thriller angeht, aber hier hatte ich richtig Spaß. Es war sehr unterhaltend, es war spannend und ich bin sehr froh, dass der Aquamarin Verlag das Buch übersetzt hat und ich glaube, ursprünglich ist das Buch nämlich schon aus 2017, wenn ich mich gar nicht irre. Ich weiß gar nicht, wo sind die anderen Bücher erschienen? Sind die nicht bei Goldman erschienen? Ich weiß es gerade gar nicht. Genau, Aquamarin Verlag 2022 und ursprünglich 2017. Ja, richtig. Dementsprechend sehr happy, dass das Buch übersetzt wurde, herausgebracht wurde und eben auch mir zur Verfügung gestellt wurde. Da bin ich wirklich sehr dankbar, freue mich drüber und habe hier wirklich einen tollen Thriller einfach mal der ganz anderen Art gelesen, wie ich es aber tatsächlich sehr gerne mag, weil ich eben oftmals mit diesen extrem blutigen, brutalen halt einfach nichts anfangen kann. Und das haben wir hier nicht. Also wirkliche Empfehlung, wer vielleicht irgendwie noch ein cooles Herbstbuch sucht oder dann eben auch einfach einen spannenden Thriller der anderen Art, der wird hier auf jeden Fall ja auf seine Kosten kommen. Kommen wir nun zum Hörbuch der beiden Wochen. Und zwar ist es das neue Buch von Stephen King, Fairy Tale. Ein Buch, das mir dankenswerterweise vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Ich selbst aber, bevor das echte Buch, haptische Buch bei mir eingezogen ist, schon zum Hörbuch gegriffen hatte, das von David Nathan vertont wurde, beziehungsweise wird, beziehungsweise, ja, ich glaube, so ist es irgendwie richtig. Ich mag David Nathan als Erzähler sehr, sehr gerne. Es ist definitiv einer meiner Lieblingshörbuchsprecher und auch Synchronstimmen. Das ist ja die Stimme von Christian Bale und auch die Stimme von Johnny Depp, wenn er nicht gerade Jack Sparrow spricht. Und ich mag David Nathan auch als Charakter, wenn man den in Interviews sieht, super, super gerne. Ja, es ist der neue King, relativ wälzerhaft, ich glaube mit über 800 Seiten, ja, 880 Seiten und auch einiges an Hörspielzeit. Und ich dachte schon, wie ich die Stundenzahl gesehen habe,
den schaffst du nicht in einer Woche, vermutlich, wenn du ihn nicht komplett wegsuchtest und nebenbei noch irgendwas anderes liest oder lesen wirst, sondern in zwei. Und deswegen sind ja auch diese zwei Bücherwochen zusammengepackt. Das neue Buch soll märchenhaft, fantastisch und wortgewaltig sein und ein großer Epos sein. Die Geschichte nimmt uns mit zu Charlie, einem jungen Jungen, der seine Mutter bei einem tragischen Unfall verloren hat, dessen Vater dann alkoholsüchtig wird, der wirklich auch schon als junger Mensch viel Verantwortung übernehmen musste, der das Leben auch in vielen Dingen erstmal allein bestreiten musste, bis dann eben so sein Leben eine etwas andere Entwicklung macht. Eines Tages rettet er einen seiner Nachbarn, weil er eben den Hund bellen hört bei einem Schlaganfall, ich glaube es war ein Schlaganfall, er übernimmt so ein bisschen die Verantwortung für das Haus, für den Hund, während sein Nachbar auch im Krankenhaus dann verweilt und entdeckt so ein bisschen das Erwachsenwerden, hat verschiedene Sportaktivitäten, hat Pläne für die Zukunft, ist aber auch sehr verliebt in den Hund, um den er sich eben jetzt dann auch kümmert. Zudem zeigt eben auch die übernommene Verantwortung, die er erst gegen seinen Vater und jetzt gegen den Nachbarn hat, dass in ihm eben doch ganz viel Großes steckt. Und eines Tages nach verschiedensten Verwicklungen, tatsächlich, ich glaube, nach knapp über einem Drittel des Buches, beginnt eben dann das Märchenhafte über eine Hütte, die im Garten steht und uns dann wirklich wegnimmt aus unserer Welt und in eine andere Welt mitnimmt. Ich bin sehr zwiegespalten mit dem Buch. Ich muss sagen, ich fand den Anfang schon sehr langsam. Es war ein wirklich extremer Slowburner, wie man so schön sagt. Es hat schon sehr lange gebraucht, bis man so ein bisschen drin war. Aber mir hat das tatsächlich gut gefallen. Ich fand es schön, als so nach den ersten zwei Stunden man Charlie kennengelernt hat, sein Leben, die Situation, wie es vor Ort ist, wie der Bezug zum Hund ist, zu dem Mann, zu seinen Nachbarn, zu seinem Vater, zu seinen Freunden. Ich mochte es sehr, wie wir dann da drin waren. Ich fand das erste Drittel wirklich richtig, richtig toll. Ich fand es wirklich spannend, auch wenn nicht viel passiert ist, das muss man ganz klar sagen. Ich fand es schön, wie die Charakterzeichnung war, wie tiefgründig es war. Und dann ging so ein bisschen der Übergang in diese andere Welt. Das war so ein bisschen vorhersehbar, dass es eben so gekommen ist, wie es kam. Auch vielleicht, wie man in diese Welt dann kommt, fand ich ganz interessant, wenn auch nichts komplett Neuartiges. Und dann sind wir in dieser Welt unterwegs. Und gerade irgendwie so zwischen dem Prozent 40 und 60, also wirklich der gute Mitteteil, da dachte ich, was höre ich denn eigentlich jetzt? Wo geht es denn hin? Wo führt uns dieser Weg hin? Wo sind wir in dieser Welt? Was passiert da und warum geht es nicht voran? Also es war beim Hören wirklich schon oft so, dass ich dachte, geht es auch nochmal? Gibt es nochmal einen Sinn, warum wir in dieser Geschichte sind? Und ich glaube, hätte ich das Buch selbst gelesen, wäre das wohl einer der Momente oder wäre einer dieser Momente der Moment gewesen, wo ich die Geschichte abgebrochen hätte. Ich habe aber gehört, einfach weil ich David Nathan gerne höre, ich beim Hören oftmals auch nichts anderes zu tun habe, außer irgendwie Dinge, die eben ja nicht viel zum Nachdenken bedürfen. Also ich putze ja sehr häufig oder mache mich fertig morgens, sitze aber natürlich auch abends einfach mal auf der Couch. Da muss man nicht viel denken. Und dann höre ich, dann bespaße ich meine Katzen und meinen Hund, bespaße mich selbst, gucke an die Decke und habe mich dann schon manchmal gefragt, geht das auch nochmal irgendwie weiter? Und dann kam wieder so der Umschneidepunkt, ich denke wirklich so bei etwas über 60%, so von der Stundenzahl, wo man gemerkt hat, jetzt sind wir in dieser fantastischen anderen Welt und es wurde spannend, es wurde packend, es hatte wieder die Sogwirkung, die es auch so gefühlt die ersten 30% auf mich hatte. Wir haben eine tolle Entwicklung von Charlie, der mich manchmal schon zum Augenrollen gebracht hat. Also ich fand ihn schon sehr neumalklug, auch wenn zum Beispiel Paddy oder Phil gesagt haben, ja, ein Junge, der eben so früh vielleicht schon mit dem Tod seiner Mutter konfrontiert war und dann eben auch einen alkoholkranken Vater haben, dass der natürlich mehr Verantwortung hat, einfach weiter ist in seiner Zeit als 17-Jähriger. Ja, das lasse ich mir tatsächlich eingehen und habe dann eben auch versucht, Charlie mit diesen Augen zu sehen. Und dann macht es die Sache auch ein bisschen leichter. Also ich glaube, was ich manchmal eben auch so neu mal klug fand, das war eben einfach seine Lebenserfahrung. Und ich finde aber, dass da King durchaus hätte ein bisschen mehr
erklären können, mir geben können, damit ich eben gar nicht so an Charlie zweifle. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Sprachlich ist es ein typischer King, wie ich finde. Also sehr langsam, sehr tiefgründig, sehr bildhaft, sehr beschreibend. Also wirklich über Seiten wird da im Grunde eine Szene beschrieben, wird Umgebung beschrieben und ich mag das. Also ich bin da ein großer Fan von. Ich mag das ja auch im Fantasy-Bereich, wenn es wirklich ausschweifend ist und ich mag das auch bei Stephen King. Deswegen finde ich wirklich, dass es hier ein typischer King ist mit einer klassischen Geschichte, eben wie ein Kind erwachsen wird, etwas erlebt, was sein Leben prägt, mit Dingen zurechtkommen muss, also sowohl mit Verlusten als eben auch mit der Lebensentwicklung. Und ich mochte das dann tatsächlich sehr, sehr gerne. Mein Problem ist tatsächlich so ein bisschen dieser unterschiedliche Spannungsgrad, vielleicht sogar der unterschiedliche Stil, wo ich eben wirklich mittendrin mal dachte, wo ist denn hier Stephen King? Und dann kommt er irgendwie wieder. Also manchmal finde ich das sehr schwierig, ob er den Mittelteil vielleicht nochmal sehr umgeschrieben hat, ob der Mittelteil erst später kam, ob der Mittelteil zuerst da war. Das ist manchmal so ein bisschen, ja, das hatte ich bei zwei, drei anderen Büchern von Stephen King auch schon, wo man sich oftmals ja fragt, hat er das wirklich selbst geschrieben? Aber ja, in dem Fall möchte es ja gar nicht anzweifeln. Ich bin mit diesem King so ein bisschen, auf der einen Seite hätte ich wirklich die ersten 30%, das erste Drittel gedacht, boah, das wird ein Highlight. Zwischendrin dachte ich, puh, du bist eher ein Abbruchkandidat. Hinten raus war es dann wirklich schon nicht unbedingt ein Epos, weil ein Epos ist für mich schon nochmal was anderes. Das ist vielleicht seine Dunkle Turmreihe, wo es wohl auch die ein oder andere Anspielung gibt. Man trifft hier übrigens auch auf andere Werke von Stephen King, was ich ganz unterhaltsam fand. Also wenn dann tatsächlich irgendwie darüber gesprochen wird. Und ja, das sind dann so kleine Easter Eggs, die mag ich ganz gerne. Und hinten raus war es dann aber definitiv schon wieder ein spannendes, gutes Buch. Also insgesamt irgendwie okay. Ich hatte mir mehr erhofft, eben weil es eben auch fantastisch, märchenhaft und episch sein soll. Und das episch kommt für mich nicht ganz hin. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, es ist fantastisch. Es hat sehr viel Fantasie. Es bringt auch wirklich viel mit, um uns das bildhaft zu erzählen. Märchenhaft wird es tatsächlich eher ja, so in der zweiten Hälfte, wenn nicht sogar, ja, vielleicht sogar erst im letzten Drittel. Aber es ist für mich ein sehr gemischter King, der ganz unterschiedlich bei mir gewirkt hat. Nichtsdestotrotz hatte ich schon irgendwie dann Spaß beim Hören und ich glaube, mir hat auch wirklich das Hören geholfen. Ich glaube, das war ja auch bei Billy Summers schon so, ne, dass ich dachte, ja genau, wo ich auch schon gesagt habe, ohne David Nathan hätte ich wahrscheinlich viel früher abgebrochen. War es Billy Summers? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber irgendein King, ich glaube vor ein, zwei Jahren, der auch so ein bisschen dicker war, da habe ich auch schon gesagt, ohne David Nathan hätte ich wahrscheinlich abgebrochen. Aber Fairy Tale war definitiv gut, dass ich dran geblieben bin, weil mir wirklich dann das letzte Drittel wieder unglaublich gut gefallen hat. Es ist schwierig, irgendwie eine Empfehlung auszusprechen. Ich glaube, man muss diesen langatmigen, bildhaften, tiefgründigen Stil von King mögen, damit die Geschichte für einen etwas ist. Wenn nicht, wenn man sich jetzt auf die Fantasy freut, die ja ist anders als erwartet und es ist wie gesagt auch für mich kein Epos, weil dafür sind knapp 900 Seiten einfach ein bisschen wenig. Im Oktober werde ich ein Kurzgeschichtenband von Stephen King lesen mit einer lieben Freundin, da freue ich mich auch schon drauf, den haben wir uns glaube ich auch für 3 Wochen eingeteilt. Und da freue ich mich dann eben auch mal wieder die andere Seite von King zu erleben, wobei ich ja mit Kurzgeschichten immer so ein bisschen, ja. Aber Fairy Tale, es ist irgendwie so eine bedingte Empfehlung, vielleicht tatsächlich eher als Hörbuch, als echtes Buch, aber ja, ich bin dann doch froh, dass ich es direkt jetzt gelesen habe und mich habe so ein bisschen märchenhaft verzaubern lassen. Aber so ein richtiges Highlight war es leider nicht. Und weiter geht es mit den beiden letzten Büchern, die so insgesamt jetzt gegen Ende der zweiten Bücherwoche gelesen wurden. Und zwar City of Ghosts von Victoria Schwab, Teil 1, Die Geister, die mich riefen und Teil 2, Im Reich der vergessenen Geister. Es ist eine Trilogie, wo jetzt auch im Oktober, ich glaube Mitte Oktober schon, der dritte Band erscheint. Und ich bin darüber gestolpert, weil ich von V.E. Schwab, also das ist ja ihr Pseudonym, wo sie ihr erwachsenere Literatur schreibt,
habe ich mir im Englischen ein Buch geholt und bin dann über diese Bücher gestolpert und wollte schon fast mir die auch auf Englisch holen und habe dann aber schon gesehen, dass Teil 1 und 2 da sind und habe mir dann erst Teil 1 als E-Book für 5 Euro geholt. Wirklich ein absoluter Schnäppchenpreis, fand ich richtig gut, war um 50% reduziert. Und als ich Teil 1 beendet habe, habe ich mir auch direkt den zweiten Teil geholt, ich glaube für 9,99, 10 Euro. Und auch das finde ich für ein E-Book absolut in Ordnung. Und ja, theoretisch haben wir so ein bisschen Kinderbücher, die ab 10 Jahre empfohlen werden. Und mich hat es so ein bisschen an Nevermore, Evelyn Jones, so von der Thematik erinnert. Und dementsprechend dachte ich, ach ja, grusel dich mal so ein bisschen, da hast du jetzt irgendwie richtig Lust drauf. Und zudem ja auch der dritte Teil bald sozusagen bei uns auch in den Regalen steht. Mich hat auch bei beiden das Cover sehr angesprochen. Ich habe mir tatsächlich die englischen Originale noch gar nicht angeguckt, aber ich war einfach jetzt neugierig und habe dazu gegriffen. Wir lernen in der Reihe Cassidy Blake kennen, die im ersten Band vor einem Jahr fast ertrunken wäre, von einem Geist, von Jacob, gerettet wurde. Und seitdem sie diese Nahtoderfahrung hatte, kann sie den Schleier zu den Toten heben. Sie kann also zwischen diesen beiden Welten hin und her gehen, nicht immer. Den Schleier, der ergibt sich aus gewissen Situationen. Und sie hat so ein bisschen eine Möglichkeit gefunden, auch diese Zwischenhinterwelt auf Foto festzuhalten. Ihre Eltern schreiben Bücher über Übernatürliches. Ihr Vater ist da eher ein bisschen wissenschaftlicher unterwegs, das Historische, und bringt so ein bisschen das Theoretische mit, während ihre Mutter schon sehr in diesem Glauben eben ist, dass es Geister gibt, dass es Übernatürliches gibt. Und beide haben Bücher geschrieben und gehen jetzt aber auf eine Art Fernsehreise. Das heißt, sie reisen an verschiedene Orte. Und Cassidy wird natürlich mitgenommen und begutachten sozusagen diese Orte, fehlt mir so ein bisschen das Wort, um dann eben zu sagen, ja, wie spukt es denn in Teilen von Europa? Wir reisen im ersten Teil nach Schottland, nach Edinburgh, und sind hier unterwegs auf Friedhofen und Burgen und finden dann eben auch spannende Geheimgänge und erfahren eben auch ein bisschen was über die Stadt, dass sie eben geplagt war von Pest und Krieg. Und hier ist Mr. Weasley, grüß dich. Und im zweiten Buch reisen wir dann Richtung Paris, und auch da sind wir in unterirdischen Katakomben unterwegs und haben es mit ganz anderer Art von Geistern zu tun. In diesem Buch spielt schon eher fortlaufend auch die Handlung, das heißt, man erfährt durchaus Dinge im ersten Teil, die dann im zweiten Teil auch von Relevanz sind. Dementsprechend bietet sich schon an, das Buch oder die Bücher eben als Reihe zu verstehen, mit Teil 1 zu beginnen und dann weiterzulesen. Und für mich waren beide Bücher wirklich ein Highlight. Richtig, richtig großartigen Geschichten, und es hat mich wahnsinnig gepackt. Also ich habe das erste Buch wirklich gefühlt zu 3/4 direkt an einem Abend weggesuchtet, am nächsten den Rest und dann auch Teil 2 im Grunde an diesen anderen 1,5 Abenden weggelesen. Es hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Es war atmosphärisch, es war gruselig, es ist ein spannender Stil. Ich mag die Ich-Perspektive sehr gerne, denn die lädt uns auch dazu ein, Cassidy sehr nah kennenzulernen, sehr in ihren Gedanken zu sein. Und das mag ich tatsächlich in dieser Art Büchern immer sehr, sehr gerne. Es gibt so Hauptüberschriften zwischen so Kapiteln, die zusammengefasst werden. Und ich finde, dadurch huscht man auch so ein bisschen durch die Geschichte durch, weil die Kapitel so kurz sind, so spannend sind, so gut gehalten sind. Diese Ich-Perspektive hat auch den Vorteil, dadurch, dass Cassidy eben mit Jacob, dem Geist, auch über ihre Gedanken übertragen sind, ist es eben so, wenn sie spricht, sind wir dabei. Wenn sie denkt und dass Jacob ihr sozusagen antwortet, dann sind wir wie in so einem Dreier, das ist ja dann kein Dialog, ist das ein Triolog? Keine Ahnung. Also dann sind wir Teil dieses Dreiergespanns, und das macht richtig, richtig Spaß. Ich mochte die Art, wie uns Cassidy gezeigt wurde, wie sie ihre Handlungen irgendwie erklärt, auch wenn nicht immer alles logisch ist. Ich meine, wir reden hier über Geister, aber es wird uns sehr gut erklärt, wie sie handelt, warum sie handelt, wie das mit ihren Eltern ist und so weiter. Das fand ich richtig, richtig toll. Ich mochte Cassidy direkt von Beginn an, eine tolle Protagonistin, mit der ich wirklich mitgefiebert habe. Zudem gefallen mir die Ideen sowohl von Band 1 wie von Band 2 super gut. Auch diese Idee mit dieser Nahtoderfahrung, diesem Schleier, wie sich das irgendwie vielleicht erklärt oder auch nicht, was man mitnehmen kann, warum auch nicht, wie die Welt um einen reagiert, wenn man eben mit Geistern spricht. Das fand ich richtig toll. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war mega umgesetzt. Es hat mich super gut unterhalten. Und man gruselt sich sogar, obwohl man ja eigentlich denkt, man ist erwachsen. Im Herzen sind wir natürlich alles noch Kinder. Aber ich fand das richtig toll. Es ist
so richtig schön gemacht mit diesen Gruseleffekten, diesem leichten Schauer, der den Rücken entlang fährt. Und wir haben natürlich auch geschichtliche Fakten, sowohl über Schottland als über Paris. Und ich fand das auch richtig, richtig gut recherchiert und fand es super spannend zu lesen und eben so diese Einflechtung von eben etwas, worüber man jetzt eben auch Dinge erfährt und dann aber eben auch der Gruselfaktor. Zudem ist Cassidy auch ein Harry Potter Fan und ich mochte diese 3-4 Einschübe, die es so ein bisschen dazu gab, haben mir richtig Spaß gemacht. Also ich finde es schön, wenn ein Protagonist, und dabei muss es nicht um den Harry Potter sein, aber wenn Protagonisten sich über Filme, Bücher irgendwie austauschen und dann eben auch noch meinen Geschmack treffen. Also es ist ja auch oft bei Adriana Popescu so, wenn sie eben zum Beispiel über Herr der Ringe spricht, über Star Wars und so weiter, über Serien, wenn sie da Zitate wiedergibt oder, ne, also das, sowas mag ich super gerne, weil da fühlt man sich so ein bisschen der Protagonistin näher, weil man denkt, ja, ja, genau so denke ich das auch und so fühle ich das auch und das hat richtig Spaß gemacht. Also eine richtig, richtig tolle Bücher, die mir super viel Spaß gemacht haben, die mich gegruselt haben und die ich wirklich Kindern ab 10 sehr, sehr gut empfehlen kann. Also wirklich, wenn man Evelyn Jones mochte, ich würde auch nach wie vor sagen Nevermore. Natürlich Harry Potter ist so in einem ähnlichen Alter. Da hat man auf jeden Fall seinen Spaß und seine Freude dran. Ich freue mich jetzt schon mega auf Band 3 und kann es gefühlt kaum erwarten, dass es dann Mitte Oktober ist und ich dann auch dieses Buch lesen werde. Und vielleicht ja sogar eins der Bücher dann irgendwann mal in mein Regal einzieht, weil das echt Spaß macht. Vielleicht schaue ich mir da auch nochmal die englischen an und suche mir dann einfach das schönste Cover so ein bisschen raus. Ja, das ist natürlich der Vorteil dann an E-Books, dass man sich dann einfach ein schönes Cover irgendwie aussuchen kann. Ja, und das waren sie jetzt, die 5 Bücher der Woche. Also doch ganz schön was zusammengekommen. Alles in allem auch eine gute oder gute Bücherwochen, wenn auch mit Stephen King nicht ganz das Highlight, was ich vielleicht irgendwie erwartet habe. Aber ich habe auch eine Serie angeschaut und zwar der Undoing, ich glaube, spricht man es auf, was auf Sky bzw. Wow läuft und das habe ich ja jetzt, dank House of the Dragon, habe ich ja jetzt Wow, also was mal Sky Ticket war und ich glaube, die Serie war eine Empfehlung von Paddy oder Phil, also irgendwo in unserem Kingsiana-Austausch ist die Serie mal gefallen und sie basiert auf einem Thriller von John Hanf Korelitz, ich glaube, so spricht man es aus dem Jahr 2004. Die Serie ist ursprünglich auch aus, ich glaube, 2020. Es gibt 6 Folgen, so vielleicht 50 bis 70 Minuten, also immer rund eine Stunde, was man also gut wirklich so ja, in 2 Wochen sich anschauen kann. Also ich schaffe natürlich auch theoretisch mehr, aber durch ja, Ringe der Macht und House of the Dragons und die Folgenbesprechungen, auch meine Zeit ist tatsächlich ein bisschen begrenzt. Und ja, dementsprechend habe ich dann tatsächlich 6 Folgen ein bisschen länger gedauert, was aber der Serie keinen Abbruch tut. Es spielen unter anderem mit Nicole Kidman und Hugh Grant. Und ja, die beiden spielen ein Ehepaar und eines Tages taucht eine neue Mutter mit, oder ein neuer Junge an der Schule ihres Sohnes auf, mit eben auch einer neuen Mutter, die sich auch direkt so ein bisschen in die verschiedenen Komitees irgendwie so einbringt, die dann auch sehr herzlich vom Charakter von Nicole Kidman aufgenommen wird. Und ich glaube, 2-3 Nächte später, nach einer Benefizveranstaltung, wird sie eben ermordet aufgefunden. Also nicht Nicole Kidman, sondern die neue junge Frau. Sie wird von ihrem Sohn gefunden. Und das Ganze in diesem etwas nobleren Umfeld ist das natürlich eine wahnsinnige Neuigkeit. Man hat jetzt Angst um die Kinder, um was ist da passiert, welche Auswirkungen hat das. Und ja, relativ schnell hat man auch einen Schuldigen gefunden, einen vermeintlich Schuldigen. Und dann dreht sich in diesen 6 Folgen so ein bisschen darum, welche Motivationen könnten die verschiedensten Charaktere haben. Wie sind ihre Gedanken, wie waren ihre Verhältnisse zu dem Opfer und so weiter, wie spielt dann der Ehemann mit rein oder auch von Nicole Kidman, also Hugh Grant als Charakter und die Kinder und ach, ja, das fand ich super, super spannend. Ich mochte diese Thriller-Erzählung, diese Thriller-Serie sehr gerne. Also ich fand es wirklich sehr spannend. Ich mochte die Spannungsbögen innerhalb der Folgen, auch den roten Faden, im Grunde das große Ganze. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und es war wirklich spannend, wie man selbst durch die Perspektiven und Infos, die man so zuteil eben bekommt, so sein eigenes Bild flechtet und dann so Verdachtsmomente hat, dann manchmal an sich selbst wieder zweifelt, an den Charakteren zweifelt und das so ein wunderbares Ringen war. Und das, finde ich, macht ja im Thriller besonders auf, wenn man jetzt nicht unbedingt auf falsche Fährten gelockt wird, das mag ich nicht, aber wenn sich eben nach und nach dieses Puzzle ergibt und man dann eben eigentlich vielleicht noch vor 2 Folgen dachte, so und so ist es,
Und dann aber dann doch wieder Tatsachen dazukommen, die eben da noch nicht offengelegt waren und einen dann eben so auf eine richtige Fährte führen. Ob die dann am Ende wirklich richtig ist, aber man so ein bisschen dabei ist. Ich mochte das super gerne. Ich mochte das Schauspiel von Nicole Kidman und Hugh Grant wirklich sehr gerne. Ich fand das wirklich spannend gemacht. Ich mochte das ganze Bild, dieses Setting. Also wirkliche Serienempfehlung. Wer gerne so ein bisschen in die Thriller-Richtung sich mal was angucken möchte, The Undoing. Ja, irgendwie schwierig, ich weiß nicht, ist irgendwie nicht mein Wort. Auf Sky beziehungsweise Wow hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich das Buch, muss ich sagen, nicht kenne und jetzt auch nicht unbedingt lesen werde, aber die Serie hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, House of the Dragon bin ich weiterhin leidenschaftlich dabei. Ringe der Macht, ja, es war jetzt zuletzt Folge 5 und ja, ich hatte so ein, zwei Herr-der-Ringe-Momente, aber ich habe nach wie vor wahnsinnig viele Kopfschüttel-Momente und ich glaube, das wird auch nicht mehr besser. Also ich möchte der Serie nach wie vor diese erste Staffel geben. Ich versuche ganz offen an diese Serie ranzugehen, aber es gibt einfach ja so eine Handvoll Dinge, die wirklich extrem falsch und schlecht sind und ah, das wird gefühlt auch immer schlechter. Aber ja, House of the Dragon wiederum begeistert mich sehr, unterhält mich gut. Es sind viele Drachen, es sind tolle Intrigen. Es wird ein bisschen schnell erzählt, was aber auch an den Zeitsprüngen einfach liegt. Es ist nicht vergleichbar mit der Schnelligkeit in der Staffel 7 oder gar 8 von Game of Thrones. Aber es, ja, man merkt schon, dass man da große Zeitfenster einfach doch ein bisschen komprimierter macht, aber trotzdem nicht einfach zusammenquetscht, sondern eben durchaus eben auch sagt, 2 Jahre sind vergangen, ein halbes Jahr ist vorbei, 5 Jahre und so weiter. Aber ich finde das wirklich gut. Ich bin wirklich positiv begeistert bei House of the Dragon, wo ich ja gar nicht gedacht hätte, dass mich das begeistern kann, weil ich erstens kein so großer Targaryen-Fan bin und zweitens ja auch nach Staffel 8, wo ich gedacht habe, ich will nie wieder was mit dieser Welt zu tun haben, außer wenn die Bücher kommen. Aber ja, wer hätte das gedacht, dass das alles mal so irgendwie seinen Lauf nimmt. Ja, ansonsten war es in den 2 Wochen auch relativ kalt. Der Herbst ist definitiv da. Ich habe euch ja auch schon meine neue Düfte gezeigt, die herbstlich und winter sind. Da hatte ich jetzt auch schon 2, 3 Düfte an. Da freue ich mich immer, wenn ich was Neues entdecke. Ansonsten auch schon ein bisschen Herbstdeko. Ich überlege, ob ihr, nein, das im Hintergrund seht ihr nichts. Die Herbstdeko befindet sich eher in meinem Blickwinkel. Und ja, ich glaube, das war es jetzt tatsächlich. Ich glaube, es hat jetzt auch lange genug gedauert, das Video. Ich freue mich auf jeden Fall zu hören, was vielleicht so euer Highlight im September war, sowohl buchtechnisch als serientechnisch. Das könnt ihr super gerne mal berichten, wenn ihr Lust habt, auch wenn ihr natürlich Serientipps auf Prime, Netflix oder Wow habt, denn Wow habe ich, glaube ich, noch bis Februar. Prime jetzt ja so ein ganzes Jahr und Netflix habe ich ja immer. Könnt ihr gerne mal erzählen, wenn ihr da irgendwelche Serientipps habt, da freue ich mich. Vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen was jetzt passend irgendwie so für den Herbst. Ja, gerne. Immer sehr, sehr gerne. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.